Luis war schon erleichtert. 8:4 hätten wir bei den Sieg gesehen. Aber verdienter Erfolg war es auf jeden Fall schon. Aber man hat auch gesagt, erstes Spiel schwer. Und erstes Spiel schwer ist auch das Stichwort, denn wir haben jetzt Tuspo. Auch Peters Hütte macht sein erstes Spiel. Genau, sehr gute Überleitung. Ich schaue mir natürlich jetzt auch mal den Kader an. Wir gucken mal so ein bisschen auf Peters Hütte, auch weil sie ja bisher noch nicht gespielt haben. Ist es eine Mannschaft, die insgesamt auch schon einige Male dabei gewesen ist, nämlich insgesamt 12 Teilnahmen. Das ist nämlich jetzt die 13. Bestes Resultat war 4-mal die Zwischenrunde. Also die haben auch schon Erfahrung hier in der Lokale. 2019 zuletzt. Höchster Sieg gegen Rot-Weiß Göttingen. 2003, das ist aber schon ein bisschen her. Und 0-10 mal gegen Schalke. Aber mal gucken. Jetzt haben wir die Partie gegen Hallingstadt. Und hier sind wir mal gespannt. Das könnte auch noch interessant werden natürlich für das Weiterkommen in die Zwischenrunde. Wie gesagt, Peters Hütte hier in den blauen Trikots. Hallingstadt haben wir ja schon gesehen. Bisher noch 0 Punkte. Warten wir mal ab, was uns hier Peters Hütte präsentiert. Genau, 13 Minuten Spielzeit, das ganze Turnier. Und hier haben wir schon die erste dicke Chance, den Lattentreffer. Ja, genau. Das war tatsächlich, war für Hallingstadt. Ich glaube, War für Hallingstadt, genau. Jetzt hast du das Lobo nicht sofort gesehen. Und ja, Hütte muss natürlich erstmal reinkommen. Und wie Luis eben schon gesagt hat, es ist nicht ganz einfach. Ne? Man kommt natürlich spät in die Halle rein. Ne? Oder man hat auch vielleicht tagsüber schon ein bisschen geguckt. Man sitzt hier in der Halle. Ist natürlich auch eine interessante Atmosphäre. Ist ein langer Tag. Man kommt dann in die Halle, kann sich nicht so 100% warm machen. Es ist nicht so ganz einfach. Deswegen ist manchmal ein erstes Spiel gegen Profiteam gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war auch, habe ich auch meinem Trainer gesagt, dass wir unbedingt so früh da sind, dass wir bitte einmal bevor das Turnier anfängt auf den Platz können. Weil man sich schon mal auf jeden Fall dran gewöhnen muss. Aber es ist natürlich ein bisschen schwer, wenn ich erst um 23 Uhr mein erstes Spiel habe und das Turnier um 17 Uhr losgeht. Ne? Ja, definitiv. Aber gut, deswegen wird der Spielplan die anderen Tage sicherlich anders sein. Aber wir haben ja insgesamt 28 Mannschaften hier und jetzt war die Hand dran. Ich glaube, ziemlich klar. Okay. Ja, Proteste auf Seiten von Hallingstadt. Vorhin hat man so mal so ein Straf-9-Meter, wo mein Co-Kommentator gesagt hat, naja, da diskutieren wir in der Champions League, bei Paris war es letztens, da ist man noch einen Meter angeschossen worden, dann gibt es einen Strafstoß. Gucken wir mal, wie das hier gewesen ist. Vielleicht aber ist ja auch schön, vielleicht tut uns die Regie ja nochmal den Gefallen und spielt uns diese Szene nochmal an. Aber wir gucken erstmal auf der anderen Seite. Es ist 1-0. Und der Fanblock neben uns freut sich. Tuspo Petershütte, der Spieler mit der Nummer 9. Gelungener Start ins Turnier erstmal, würde ich behaupten. Yannick Blum ist der Spieler, der hier getroffen hat. Und hier die Fans neben uns, die Herzen höher schlagen lässt. Wir haben ja Petershütte, die Herrenmannschaft, ist in der Bezirksliga auch Tabellenführer aktuell im Herrenbereich. Das heißt, da läuft es im Moment sehr gut und für Petershütte läuft es hier auch sehr gut. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Den potenziellen 9 Meter hätte ich gerne noch mal gesehen. Ja, vielleicht kriegen wir den noch mal. 10 Minuten sind noch zu spielen, also da kann auch viel passieren. Genau. Aber wie gesagt, schauen wir mal, was sich hier entwickelt. Guter Start, wie gesagt, für Hütte hier reinzukommen. Erstes Spiel. Hallingstadt muss eigentlich schon kommen, wenn wir auf die Gruppe. Die dritte Niederlage wäre es. Genau, sehr gut. Also, ihr merkt schon, der Co-Kommentator ist gut vorbereitet, gut vernetzt. Man kann sich auch Wochen auf das Turnier vorbereiten. Da weiß man schon, wer hier auf dem Platz steht, oder? Ja, also zumindest als Mannschaft. Also wir haben auf jeden Fall, ich glaube, ein Freund und ich, wir haben eigentlich jedes Mal irgendwelche alten Videos geguckt und geguckt, wer genau mitspielt. Und wir haben uns schon so ein bisschen schlau gelesen. Da hätte man von dir ja auch ein Interview sehen können. Du hast ja schon mal ein Interview gegeben hier. Stimmt. Mit mir sogar, glaube ich. Letztes Jahr genau nach der Siegerehrung war das, glaube ich. Boah, und? Das ist also... Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es könnte höchstens noch knapp gewesen sein, ob er innerhalb war. Aber ich glaube auch, das war er. Ich glaube, innerhalb war er auch, aber Handspiel auf jeden Fall. Okay, gut. Sind wir uns einig? Ja. Hätte ich jetzt so nach, also nur ohne Zeitlupe auch gesagt, aber gut. Ist auch wirklich schwer zu sehen. Das stimmt. War an der Stelle sicher auch knapp, wo es auch darum ging, knapp drin, aber die Linie hört ja zum Strafraum mit dazu. Genau. Und dann hätten wir entsprechend gucken können. Ja, aber wie gesagt, hier hat der Schiedsrichter nicht so entschieden. Genau. Wir haben das Stichwort eben genannt. Du hast das Interview letztes Jahr auch gegeben. Das war, glaube ich, nach der Siegerehrung. Nach der Siegerehrung, genau. Ja. Mit 0-5. Letztes Jahr ein tolles Turnier gegen Eintracht Braunschweig. Da habe ich hier auch mitgefiebert beim Kommentar. Das war ein geiles Spiel. Ja, Alkmaar war fast noch besser. Ne? Also Alkmaar war fast, aber nur fast. Ja. Da war es ja dann 4-4, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hatten wir schon die Schiemann schon aus und dachten, ja los, jetzt kloppen wir uns ein paar 9 Meter um die Ohren. Und dann ging es in die Verlängerung. Ja. Und dann haben sie da ihre stärksten Nationalspieler draufgehauen. Und dann ging auch so langsam die Puste dem Ende zu. Und dann haben sie uns leider noch zwei Tore
reingedrückt und dann haben wir leider verloren. Wäre natürlich schön gewesen. Dann noch ins Halbfinale gegen Alkmaar. Auf jeden Fall haben wir auch die JAFF League jetzt gewonnen. Ne? Wäre schon toll gewesen. Das stimmt, definitiv. Starken Morgen-Turnier, Mainz 05 als deutscher Meister, haben sogar einen U17-Weltmeister dabei. Oh, das ist nicht schlecht. Das hast du auch geguckt, die U17-WM? Ja, habe ich zugeguckt. Wie kann man das denn als Schüler gucken vormittags? Das frage ich jetzt nicht, aber... Ja, okay, so seine Möglichkeiten. Alles klar, ne? Gut. Ja, die Frage schreiben wir jetzt. Genau, die machen wir wieder weg. Können wir ja löschen, sind ja nur live. Genau. Aber hat mich tatsächlich auch so, am Anfang habe ich gedacht, ja, Turnier in Indonesien, da schaltet es immer ein. Und ja, aber tatsächlich vorbei, muss man da echt sagen... hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ne? Ja, die Spiel. Tugenden, da müssten sich andere Mannschaften, ohne jetzt Namen zu nennen, könnten sich was abgucken. Auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht, wirklich auch coole Typen. Ne? Ich habe mir sogar einen Tag später dann diesen Empfang da angeguckt, wo sie in Frankfurt angekommen sind. Also ja, da denke ich mal, wird der eine oder andere dabei sein. Und auch bei diesem Turnier muss man ja ganz ehrlich sagen, wer hat hier alles schon teilgenommen? Mesut Özil, Manuel Neuer, Luis Openda zum Beispiel jetzt von genau, RB Leipzig, der Kettelare von AC Mailand. Ach, da gibt es so viele, von Austria Wien, die entsprechend... hier schon geile, also wenn wir das jetzt alles aufzählen würden, dann können wir die Lichter ausknipsen heute Nacht. Aber dann sind wir morgen früh fertig. Aber ungefähr. In den nächsten Tagen werden wir hier auf jeden Fall noch richtig gute Kicker sehen. Auch Keke Top vom letzten Jahr zum Beispiel. Ja. Ist ja jetzt auch bei Schalke, ne? Ja. Auch getroffen jetzt zuletzt. Ja. Ich merke schon, die Auswahl des Co-Kommentators ist gut. Ich bin nämlich gestern von Danny gefragt worden, wer hat dir als internationaler Spieler am besten gefallen? Boah, habe ich erstmal gesessen und dann musste ich erstmal überlegen, welcher Name passt da. Ja. Ja. Spiel plätschert so ein bisschen dahin aktuell, aber Petersen geführt 1-0. Die Hälfte der Spielzeit ist um. Yannick Blums Treffer hat bisher den Unterschied gemacht. 1-0 ist auch bisher verdient, aber wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ja, 6 Minuten ist noch lange Zeit, Hälfte gerade rum. Und jetzt sehen wir das zweite Tor. 2-0 Petersen. Ja. So schnell kann es gehen. Gerade zweiter Torschuss. Richtig. Ja, gucken wir mal, wer den Treffer erzielt hat. Knieschiene sitzt. Wunderbar. 2-0, Frederik Hillebrecht macht den Treffer, eiskalt, also die Torschancenauswertung ist super, ne? Ja, zwei Schüsse, zwei Tore, zack, besser kann es nicht laufen. Ja, und für Halligstadt wird die Luft dann doch etwas dünner, was das Weiterkommen oder mögliche Weiterkommen in der Gruppe angeht, denn das wäre jetzt die dritte Niederlage. Schon ein bisschen überraschend, weil es ja eigentlich die höchstspielende Mannschaft in der Gruppe ist. Ja, das stimmt. Genau, gucken wir jetzt nochmal, ob Halligstadt nochmal zurückkommen kann. Und hier kommt der dritte Torschuss. Ei, aber den hat der Torwart noch gut rausgekratzt. Ja, naja gut, also irgendwann muss ja die Serie mal durchbrochen werden. Stimmt. Gucken wir mal hier nochmal das zweite. Ja, eiskalt, ne? Ja, sauber spannend gemacht. Ich hätte mir vielleicht mit der Innenseite sogar lange genommen. Ecke, ja. Aber kann man immer sagen, aber Tor ist Tor. Da fragt ja keiner mehr Innenseite. Aber hier spannend. Gute Torhüterleistung auf beiden Seiten, muss man sagen. Ja. So, wie war denn so bei euch die Vorbereitung? Habt ihr euch explizit vorbereitet für das Turnier? Ja, wir waren in so einer Soccerhalle. Ich war hier im Ballhaus, in Rheinhausen ist das, glaube ich. Da waren wir. Wir haben da ein paar Einheiten gemacht. Taktik, so ein bisschen durchgesprochen, wie wir das am cleversten spielen können. Ja, genau. Oh, hat nicht so ganz geklappt. Nein, Spaß war weit. Nein, kann man schon sagen. Also wir haben uns mehr vorgenommen auf jeden Fall dafür, dass wir da trainiert haben. Aber jetzt... Ich bin ja auch ein bisschen gemein, das weiß ich. Nein, alles gut. Ich hätte dich auch lieber hier empfangen, natürlich mit 4 Punkten oder 6, dann wäre wahrscheinlich die Leute besser gewesen. Oh, Tor. 3-0, 4. Torschuss, 5. Torschuss, so schnell kann es gehen. Ja, so ist Fußball. Ne? Ja. Auf der anderen Seite wieder eine klasse Parade, ich wollte es gerade noch sagen, von Mika Alexander Grete, dem Torwart von Petershütte. Und hier, ja, Glück ist was anderes. Ne? Ja, das stimmt. Das war wieder die Nummer 9, das war wieder Yannick Blum. Ja. So kann man es machen. 4 Schüsse, 3 Tore. Ja, gute Auswertung auf jeden Fall. Und ein super Start. Und so kann man natürlich ja, darauf aufbauen für die nächsten Aufgaben. Und ja, in dieser engen Gruppe. Und sieht das 3-0 schon mal nicht schlecht aus. Ja. Gute Eilige Stadt auch nicht sicher am Ball ist gerade, habe ich das Gefühl. Viele Ballverluste vorne. Ja. Petershütte macht's clever, schaltet schnell um und schießt aufs Tor. So, wir nähern uns der 23.30 Uhr Marke. Das heißt, wir werden werden vor 0 Uhr noch fertig tatsächlich. Wir haben noch ein Spiel hier nach. Das Abschlussspiel. Und das ist sogar ein interessantes. JTV gegen Nörten. 4 Punkte gegen 3 Punkte. Der Sieger des Spiels könnte schon eine gute Chance haben. Und jetzt sehen wir hier die nächste Möglichkeit. Aber auch hier der Keeper hat einmal unglücklich ausgesehen, aber sonst auch wirklich ganz gut gehalten. Sonst macht das gut, auf jeden Fall. Gucken wir nochmal bei Heiligenstadt auf den Keeper, der hier sogar einen höheren Rückstand verhindert. Das ist in dem Fall die Nummer 1, Lukas Rimbach, der hier sein Team ja, vor einer noch höheren Niederlage im Moment
bewahrt. Ne? Bei Peters Hütte sehr effektiv. Ja, auf jeden Fall. Jo. Dann gucken wir noch mal auf die letzten drei Minuten. Ja, der erste Tag, wenn wir schon mal so ein bisschen bilanzieren möchten. Wenn man mal auf den Spielplan schaut, so die Riesenüberraschung. Profi gegen Regionalteam ist ausgeblieben. Wir hatten vorhin enges Spiel, Fulle im Hallingstadt, 3:2. Das war tatsächlich das beste Spiel von Hallingstadt. Auf jeden Fall. Ne? West gegen Wien, 2:4. Dann hatten wir noch, ja, hatten wir die Partie Weser-Solling. Das sieht jetzt deutlich aus gegen 96, kann ich mich erinnern. Am Anfang nicht so häufig deutlich aus, ja. Genau. Und wenn wir nochmal weiterschauen, Rostock gegen Eichsfeld 4:0. Aber wir hatten, ja, so ernsthaft in Bedrängnis kam, glaube ich, noch keiner. Ich denke mal, das könnte morgen anders werden. Genau, das wird morgen, denke ich, auch anders werden. Ansonsten haben wir schon eine ganze Menge Treffer gesehen in den einzelnen Gruppen. Ich werde auch gleich im letzten Spiel nochmal jeweils in den Gruppen nochmal gucken, wie es aussieht. Wir werden natürlich morgen dann ab 15.45 Uhr würden sich Danny Klose dann wieder von dieser Stelle und ich melden. Das heißt, wir werden morgen wieder abwechselnd hier als Kommentatoren und mit entsprechenden Co-Kommentatoren das Ganze moderieren und kommentieren und auch mit dem üblichen Team auch an der Bande, die das auch ganz toll machen. Und vielen Dank natürlich auch mal an unsere Kollegen hier. Und jetzt haben wir die Möglichkeit für Peters Hütte nochmal. Genau. Aber das Spiel ist durch, 3:0. Zwei Minuten noch auf der Uhr. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Und immer dann, wenn der Kommentator sowas sagt, müsste eigentlich das 3:1 fallen. Das könnte passieren. Ja. Aber nochmal gut verteidigt. Sehr fair, ne, übrigens. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenig Fouls. Ja, jetzt wird es nochmal ein bisschen ranglig. Gucken wir mal. Ja, wird aber keine zwei Minuten geben. Ja, eigentlich nicht. Genau, Abstand. Jetzt gibt es eine Ermahnung. Sagt beim nächsten Mal, bist du weg. So muss es sein. Ist auch wichtig, dass man Schiedsrichter macht. Man muss ja auch ganz klar sagen, hatte ich ja eben gerade das Thema auch mit Philipp Nordmann, mit dem Trainer. Ich sag mal, in so einer Halle, du hast hier 2.500, du willst gewinnen, da hören ja Emotionen dazu. Da kann ich nicht sofort, wenn ich mal einen Ball wegticke oder mal ein Wort sage, nicht immer sofort hier und tschüss, zwei Minuten. Also da kannst du auch viel kaputt machen, glaube ich. Das stimmt, ja. Da musst du als Schiri schon ungefähr deine Linie haben. Ja, und ich finde, ne, darf nicht irgendwie Überhand nehmen, aber ich finde mal, so eine Meinung darf man mal sagen. Und das ist ja wirklich im Großen und Ganzen fair. Die Spieler helfen sich gegenseitig beim Aufstellen. Das ist weit weg von unfairem Fußballspiel, muss man echt sagen. Also, solange keiner hier irgendwie beleidigt, denke ich, ja. So, die letzte Minute läuft in der vorletzten Partie des heutigen Livestreams. Peters Hütte gegen Hallingstadt 3:0. Ja, wir können auf jeden Fall eine positive Bilanz erstmal vom ersten Tag ziehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht bisher und auch das letzte Spiel wird sicherlich nochmal interessant werden, nämlich JTV 37 tritt gegen die JSG Nördland. Genau, Spiel aus der Sparkassengruppe und jetzt gucken wir nochmal, ob zumindest Der Torwart will durch den Torwart. Er muss auch quer spielen. Ja, wenn er quer spielt, dann hat der Torwart auf jeden Fall eine bessere Position. Boah. Jetzt wollen sie alle. Wollen alle, aber kriegen vielleicht noch das vierte, wenn wir haben. Kein Torwart im Tor. Ja, fast. Ja gut, aber 5 Torschüsse, 4 Tore ist schon. Ja, das wäre es. Vielleicht waren es auch 6. Ja. Okay, also wir bleiben dabei. Ja, ist eine Partie, die, glaube ich, am Ende verdientermaßen an Peters Hütte geht. Guter Auftakt für die Harzer. 3:0 der